Aber es sind so, finde ich, viel zu wenig Blöcke hier. Ich glaube, man könnte jetzt so viel mehr machen. Electric Sword. Electric Sword, okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen so ein. Ach, okay. Voll witzig einfach. Biomass burner generates heat from biomass such as wood saplings, flowers or some types of plants. Ich meine, die Sachen sind halt immer voll. Eine Windturbine uses wind to generate electricity power depends on the turbine used. Was? Huh? Pumps lava and uses it to generate heat. Will mine blocks on its way to lava. Aha. Bin gerade noch so überfordert von dem Mod. Und das sieht auch sicher geil aus, wenn man das aufstellt irgendwo. Ach, für das braucht man Tungsten. Okay. Oh, wir haben 10 10k Tungsten. Oh. Mal sehen. Nee, es geht nicht. Okay. Muss ich mich echt ein bisschen spielen damit, wie ich das hier am besten mache. Weil bestimmte Sachen kann ich halt einfach nicht. Richtig. Verwerten. Das muss ich mir angucken. Also Tungsten können wir jetzt eigentlich eh mal ein bisschen was probieren. Tungsten. Pluto-Tungsten. Ja, mal einen Haufen rausnehmen, ist doch egal. Und das können wir ja unten mit dem Tom seiner. Gerade irgendein Fies bei mir. Elektrische Mühle. Ach, so. Ja, genau, das meine ich damit. Das ist halt so krass, ey. Jedes Mal an, ey. Das kann man halt einfach doppelt so viele Erze raus immer. So macht man das. Das ist so geil. Wow, das ist so heftig, ey. Also ich muss sagen, so Elektroöfen sind halt schon geil, weil sie halt einfach ultra schnell sind. Also weil mit diesen Modulen hier. Also sie sind, glaube ich, auch schwer zu craften. Machen wir einfach mal ein bisschen was. Und es geht so schnell, ey. Es geht. Es geht so ultra schnell. Das kann ich ja nicht wirklich so machen. Da ist er da einfach wirklich immer. Wow. Ey, Alter.
cool. Jetzt gucken wir mal, wie viel Tungsten wir eigentlich haben, ey. Jetzt müssen ja nicht so viel drin sein. Ach, das ist das andere? Tungsten. 1536. Wow. War wahrscheinlich gar nicht schnell oder so. Nö, nö. Okay. Das heißt, Electric Furnace? No. Tungsten braucht man. Ach, Carbid Ingot. Okay, nee, das können wir jetzt zu Carbid machen. Das heißt, Kohle rum. Und Tungsten. Ach, da kommen gleich 8 raus. Ja, machen wir einfach gleich mal ein bisschen. Ich meine, schadet ja nicht, das geht eh relativ einfach. Hammer. Okay. Gut. Wie geht's weiter? Wir haben dann gesagt, wir wollen. Was machen? Wir wollen. Nee, Grand Controller nicht. Wir wollen eigentlich. Wollen wir einen Sterling Generator machen? Ich glaube schon. Wollen wir einen Sterling Generator? Miner. Mines blocks and puts them into a transport pipes. This is medium voltage mining speed scales with exact voltage uses. Aha. Was ist das, was wir haben wollten? Sterling Generator Control. Okay. Verbahn, Schwefel, Eisen. Ich glaube. Können wir eigentlich eh mal ein paar Batterien machen. Ich glaube, diese Batterien brauchen wir sowieso öfters. Weil wir sie halt nur einzeln sein können. Aber mit dem E-System stacken sie sich. Das ist so geil. Deswegen ist das ME-System so praktisch, weil sich die halt einfach stacken können. Obwohl sie nicht stackbar sind, so im Inventar. Hat schon was. Oh mein Gott, ey. Crafting-Rezepte hier. Ich meine, so schlimm war es nicht. So, das hätten wir. Machine Housing, ja, das können wir eigentlich auch wieder öfters machen. Was ist denn das überhaupt für ein Block in der Mitte? Ist das ein normaler Stein? Ich glaube schon. Machen wir einfach mal ein bisschen was. Ich meine, das sind halt jetzt die Grundlagen, was wir hier machen. Copper Coil. Copper Coil. Mach einfach von allen Items mal ein bisschen was. Ich meine, wie gesagt, das brauchen wir sowieso. Ein bisschen was. Ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel. Nee, das ist nett. Multiblock Chassis haben wir. Ja, das können wir eigentlich auch machen. So, das heißt, wir brauchen die Kupfercoil, Eisen, Magnet und nochmal Kupfer. Ich denke mir gerade so, was ist denn das für ein komisches Erz, ey? Und dann ist einfach so ein. Oh Gott, Galactic Craft, das gibt's ja auch noch. Ey, du willst mich das so verarschen. So. Genau. Jetzt können wir uns eigentlich eher alles craften. Sollten. Das. Das. Battery.
Dann ist E25, das ist super. Und Kabit. Ja. Bin ich gespannt, wie man diesen Sterling Generator hier machen kann. Ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Ich werde ihn mal da unten hinstellen. Einfach mal, um zu sehen, was das hier jetzt genau ist. Okay, was sind das jetzt genau? Error in. Ich glaube. Ah, ich weiß. Ich muss das wahrscheinlich höher platzieren. Es geht noch höher. Okay, I see. Es darf nichts blockieren. Oder gehört das so? Warte, das heißt, es sind solche Multi-Block Heat I.O. Siegel und Salt Block. Ach, für das brauche ich. Ohne Scheiß, das ist jetzt, glaube ich, das erste Item, wo ich jemals Salz gebraucht habe. Voll geil. ein Salzblock. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Und ein Vieh gerade ist vorbeigeflogen ist. Wird schon passen. Oder? Und Ziegel, oder? Ziegel war das, was da. Nee, jetzt haben wir keine normalen Ziegel. Aber Ton haben wir sicher. Ui, Ton. Oh no. Ton. Ah, da ist ein Ton. Okay. Machen wir es mal so. Machen wir wieder ein paar Ziegeln und la 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 la. Das funktioniert ganz gut, wenn ich hier einfach so drauf trigger. So geil. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ah, mir fällt ein, ich muss ja da auch noch trainieren. Das hilft nichts. Immer am Hustlen mit der Junge. So. Ziegel. Im Monat, das passt. Backform, okay. Was ist das für ein Salz? Okay. Das ist ein Salzerz von Magnetic Craft, okay. Das heißt, sicher, oder? Nicht normal, was? Muss ich das jetzt wirklich abbauen? Seriously? Och, leck mich doch. Dann machen wir es halt so. Und leveln unseren Hammer ein bisschen. Hier rennen ist halt ein bisschen kontraproduktiv, aber okay. Wir nehmen es einfach mal so hin, wie es ist. War das aber eh verdammt viel XP rausgegangen. Naja, gut, wir haben das Salz, das wir eigentlich brauchen. Das ist ein anderer Block, so wie es aussieht. Nicht auch irgendwie ein bisschen eigenartig, aber okay. Wurscht.
Das heißt jetzt Ziegel und rundherum damit. 56, das passt. Können wir das nämlich auch gleich machen. So, das ist ein Multiblock, den wir brauchen und irgendwas anderes war dann auch noch dabei, aber ich habe keinen Plan, was wir da, was das noch dazu gehört. Achso, irgend so eins mit einem orangen Punkt. Was war denn das? Ach, das Multiblock Energy IO Medium Voltage. Interessant, Kupfer und Gummiriegel. Und Gummi. Schon so passen. Und dann, wo waren das jetzt? Multiblock Neskinetik. Das ist es. Medium Voltage, da gehört einfach nur Wolle drüber oder was? Oder nochmal Gummi? Ne, es gehört nochmal Gummi drüber. Okay. Machen wir es einfach mal so. Ich will jetzt eigentlich nicht den ganzen Rubber hier vertun. Aber wir könnten mal irgendwann so einen Extractor bauen. Damit wir wieder Gummi zurückbekommen. Medium und so. Gut, okay. Mal gucken, ob das jetzt so hinhaut. Ich bin gespannt. Was für ein Geräusch, ey. Gott, ich bin zu schnell. Zu schnell. Ach, das ist ein Low Voltage. Oh mein Gott, es gibt andere auch noch. Ach nee. Was ist denn da? Medium Voltage. Und hier ist Low Voltage. Ey, du willst mich jetzt so verarschen. Aber Gott sei Dank ist er nicht schwer zu craften. Genau, Medium, Low Voltage. Und boom. LOL. LOL, sieht das geil aus. Cool. Ich meine, wow. Das sieht doch mal geil aus. Was man jetzt damit machen kann, weiß ich noch nicht, aber es sieht nett aus. 0 Volt. Was kann ich da jetzt reinhauen? Kann ich da Kohle reinhauen? Stirling ist normalerweise immer Kohle. Na, cool. Ach geil. Ich glaube, das kann halt auch in die Luft fliegen. Nimm das mal wieder raus. Ich hoffe, das explodiert halt nicht. Multiblock Heat. Kann ich halt jetzt hier so ein Heatsink raufklatschen und dann. Bei mir ist das gerade alles nur so testen. Ich finde das voll interessant, wenn man halt selbst so Sachen herausfindet. Ich mach mal einen Heatsink.
Und Gitter. Ach ja, okay. 100 Volt. Interesting. Das heißt, wir haben jetzt mal etwas, was uns ein bisschen Strom generiert. Multiblock Heat. Okay. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Battery Box. Battery. Geben wir das mal so. Nee, nicht Thermopile. Wissen Sie es jetzt? Hier ist es. Okay. Also Eisen. Kupfer. Und. Kann ich das wieder nicht eingeben? Komm. Bitte. Lass mich das T eingeben. Danke. Okay. Ja, sind es falsche Batterien, die ich habe, oder? Nee, das sind ganz normale. Small Battery. Oh. 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 Uff. Ja, machen wir halt noch andere. Mit denen wird es nichts. Das legen wir es alles mit zurück. Machen wir nochmal eine große. Dingen Kupfer und Eisen. Bin sicher irgendwo ein Crafting Table. Natürlich nicht. Was ist das? Werkbank hier. Super. Hier mal eine hin. Was und das macht man so. Ach, 4. Ach komm, leck mich doch. Okay, ja, so hier. Da haben wir schon ein paar Batterien. Wir brauchen noch mehr Schwefel. Schwefel. So. Da zahlt sich der Schwefel jetzt endlich mal aus. Das ist gut. So. Nee, wir brauchen jetzt. Wir machen es jetzt so. Boom, boom. Dann, dann, dann. Genau, falsch herum. So. Jetzt aber. Und wir haben eine Batterie. Nämlich eine Batterie. Bitte dämlich. Was ist das? Heat Cap? Ne, Heat Cable. Da kann man wahrscheinlich die Hitze abtransportieren, oder? Geil. Und jetzt kann ich eine normale Batterie nehmen und das aufladen. Wahrscheinlich. Lustig, Alter. Das ist geil. Ach, die hat auch eine RF-Anzeige. Okay. I see. Okay, wir müssen uns nicht nur auf die Joule beschränken, sondern wir können das auch so machen. Ist ja geil. Sehr interessant. Okay, aber ja. Das ist mal Magnetic Craft. Mit dem werden wir uns in Zukunft viel, viel mehr spielen. Aber für heute war es das wieder.
Und ja, wir haben eigentlich eh wieder einiges geschafft. Halt eher mehr so verarbeitungstechnisch. Es war eigentlich ziemlich lustig. Sonst müsste eigentlich auch von. Das sollte ich eigentlich auch mal weiterarbeiten. Generell beim Haus, das muss ich mal weiter weiterbauen. Aber für heute war es das mal. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Es war ziemlich lustig. Und ja, Leute, wie immer, guckt in die Videobeschreibung. Da sind ein paar Links, die ihr gerne auschecken könnt. Zum einen den Nitrado-Link. Wenn ihr da draufklickt und zum ersten Mal einen Nitrado-Server hostet über Nitrado, dann unterstützt ihr den Kanal kostenlos mit. Und den Discord-Link nicht vergessen. Da kommt ihr auf dem HufiLP Discord-Server. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, das war's eigentlich schon wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Tech It Lab das. Ciao!